So, ich hatte bei TikTok eine sehr umfangreiche Videoreihe erstellt gehabt, wo es um Schmerzen beim Sex ging. Und genau, es war einfach so, dass ich ein Video gemacht habe und dann kamen eben ganz viele Fragen. Ich habe Schmerzen da, ich habe Schmerzen dort, was soll ich machen und so weiter. Ich habe schon das Gefühl, dass grundsätzlich viele Frauen das Thema Schmerzen beim Sex einfach eine Sache ist. Und aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, dass ich das auch kenne. Natürlich kann man jetzt Schmerzen auch skalieren von einer Skala von es ist erträglich bis okay, das geht wirklich nicht mehr. Mein Ziel ist es aber irgendwie, mich so wohl und entspannt und so ein gutes Körpergefühl zu haben, dass ich wirklich so keine Schmerzen habe im Vaginalbereich und natürlich auch keine Schmerzen beim Sex. Ich wollte jetzt einfach mal ein paar Tipps teilen, was man vielleicht machen kann, wenn man Schmerzen beim Sex hat, ob es jetzt ab und zu ist oder permanent, und vielleicht einfach dir eine Idee geben, woran es denn liegen könnte. Wie gesagt, das ist sehr umfangreich und man kann das immer nicht so pauschal sagen. Also wenn ich dann so Nachrichten bekomme, ich habe Schmerzen, was soll ich tun, dann gibt es für mich immer so ein riesen, es ist einfach so ein riesen Ding, wo ich mir denke, okay, es könnte an dem liegen, es könnte das sein, es könnte das sein, es könnte alles Mögliche sein. Und letztendlich ist es, glaube ich, gut, wenn man seinen Körper so gut spürt und wahrnimmt und auch so sicher in seiner Sexualität ist, dass man das selber so ein bisschen, herausfinden kann, woran es liegt. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass es nichts Krankhaftes ist, weil das gibt es ja auch. Aber selbst wenn du keine Krankheit hast oder irgendwas, kann es sehr schnell passieren, dass du Schmerzen hast. Und ein Grund, ich hatte da ja mal einen sehr umfangreichen Blogartikel auch dazu geschrieben, ein Grund ist natürlich immer die Feuchtigkeit und die fehlende Entspannung. Und dann kommt dazu, dass halt viele Frauen, also das kann jetzt beim Eindringen passieren oder kannst du da schon Schmerzen empfinden. Und dann ist natürlich eine große Sache, dass es vielen Frauen hinten beim Anstoßen quasi an den Muttermund wehtut. Ich möchte jetzt einfach mal kurz so Sachen sagen, die das eben beeinflussen. Also die Feuchtigkeit. Die Feuchtigkeit hat nicht immer was mit der Erregung zu tun, weil es kommt auch ein bisschen auf deine Zyklusphase drauf an. Zum Beispiel auch, wenn du die Pille nimmst, kann es sein, dass du eher zu Scheidentrockenheit neigst. Und es kann sein, dass du grundsätzlich erregt genug bist, aber einfach nicht genug Feuchtigkeit da bist. Und ich würde sagen, das ist das kleinste Problem, weil da würde ich einfach immer mit einem natürlichen Gleitgel einfach nachhelfen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich die Anatomie. Und es kann einfach sein, dass ein Penis groß ist, also lang ist, und du deswegen Schmerzen am Muttermund verspürst. Und es kann natürlich auch sein, dass ein Penis generell sehr dick ist und du deswegen generell schon Schmerzen oder so ein bisschen Unwohlsein beim Einführen hast. Und beides hat aber total viel mit deiner Entspannung zu tun. Weil die Vagina ist ja ein Muskel, das natürlich damit zu tun hat, wie breit ich schon bin. Weil Bereitschaft heißt immer, dass du dich da unten ja öffnen musst. Und das fängt an mit sexueller Erregung. Und das kann aber tiefer liegende Gründe auch haben. Das ist manchmal gar nicht so schwer auszumachen, aber du musst wirklich so sehr connected mit deinem Körper sein und so ein Feeling dafür haben und zu wissen, hey, irgendwie klemmt es jetzt da unten. Ich bin irgendwie so unbewusst, bin ich verspannt. Und ich glaube, diese unbewusste Verspanntheit nehmen viele Frauen nicht wahr, weil viele Frauen schreiben mir dann, ich bin aber entspannt, das hat alles und ich will ja und aber trotzdem ist es wie so, innerlich bist du vielleicht verkrampft und das kann so eine unterschwellige Angst sein. Vielleicht, weil du schon mal Schmerzen hattest und dann wie so denkst, oh nein, ich will nicht wieder Schmerzen. Weißt du, das sind so unbewusste Sachen. Und ich würde sagen, das beste Mittel dagegen ist, dir Zeit für dich nehmen, einen Dildo benutzen und ganz entspannt die Penetration üben. Also würde ich wirklich machen. Weil die Penetration ist was anderes, als sich einfach ein bisschen mit der Hand klitoral zu befriedigen. Das ist was Schönes. Aber es hilft dir wirklich sehr viel, wenn du einfach mal die Penetration, also wenn du einfach ein Dildo nimmst und den vaginal einführst. Und dort wirst du dann auch sehr schnell Erfahrung sammeln
Und du kannst da eben auch Sachen ausprobieren. Du kannst merken, okay, was macht es, was bewirkt es, wenn ich mich jetzt leicht anspanne? Ah, okay. Wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt ganz locker bin und mich mal ganz entspannt und ruhig hinlege? Also du kannst wirklich da das einfach üben, ohne Druck und ohne Stress. Und deswegen würde ich dir das empfehlen, wenn du immer mal wieder Probleme bei der Penetration hast, dann würde ich dir es empfehlen. So, wenn du jetzt direkt, das war jetzt generell zur Penetration und dann ist ja Schmerzen am Muttermund, ist ja auch dieses große Thema. Und da würde ich auch sofort empfehlen, das musst du üben. Oder du musst es nicht, aber ich würde es dir raten, weil du dadurch sehr viel Erfahrung mit deinem Körper sammelst und du brauchst dieses Körpergefühl, dass du wirklich merkst, oh, jetzt bin ich innerlich verkrampft, okay, nee, das geht jetzt nicht. Oder ich bin wirklich entspannt. Und es gibt einfach Tage, da ist man emotional oder ich weiß nicht, man denkt zwar, ja, ich habe Lust auf Sex und ich bin bereit, aber dein Körper sagt eigentlich nein. Und diesen Unterschied, den kennen viele, glaube ich, nicht. Die sagen, ich will aber und irgendwie, ich wollte doch und jetzt hat es wehgetan und so. Und es ist für mich immer ein Zeichen, dass du nicht wirklich in deinen Körper hineinspürst. Dass du nicht wirklich merkst, okay, heute bin ich vielleicht einfach nicht für, keine Ahnung, heute einfach nur ruhiger oder ich weiß es nicht, andere Art von Sexualität. Oder einfach mal sagen, nee, tatsächlich irgendwie, oder ich brauche noch mehr Zeit. Also oft ist es auch tatsächlich eine Zeitfrage. Und das lernst du halt sehr viel bei der Selbstbefriedigung. Genau, also wirklich ist es ja nicht mal so in dem Sinne Selbstbefriedigung, sondern es ist mehr wirklich so ein Üben und sich Zeit nehmen. So, genau, und zum Thema Muttermund wollte ich jetzt eben sagen, also wenn du jetzt schon Sex mit deinem Partner hast und du merkst, ah, okay, das tut hinten weh, dann würde ich erstmal wirklich die Stellung wechseln und zwar so, dass die Penetration nicht mehr so tief ist, beziehungsweise dass du sie im Griff hast. Also Reiterstellung bietet sich immer an. Und dann, das habe ich gelernt, der Muttermund hinten, der ist sehr sensibel. Und das ist auch, da musst du dir ein bisschen Zeit geben. Wenn du jetzt immer wieder Schmerzen da verspürst, dann kann es sein, dass der so wie verkrampft ist oder manchmal sage ich ja, dass er dann noch nicht so erweckt ist. Also es ist wirklich so, habe ich gelesen, dass da bestimmte Nervenbahnen dann nicht verknüpft sind, weil du den quasi nie stimulierst, beziehungsweise wenn er stimuliert wird, dann wird er meistens so hart stimuliert. Ja? Und dann ist es immer unangenehm. Das heißt, du musst quasi in diesem Bereich trainieren, dass du ihn, du musst ihn wie sensibilisieren und sagen, hey, das ist was Schönes, das ist was Gutes, quasi umkonditionieren, würde ich das jetzt sogar nennen. Und das machst du, indem du es ein bisschen übst, beziehungsweise wirklich langsam angehen lässt. Also wenn du jetzt bei der Selbstbefriedigung, wenn du ein Dildo benutzt, dann kannst du es wirklich mal ganz sachte Bewegungen machen und mehr so ein Streicheln machen. Und meistens ist es ja so, dass beim Sex dann schon eher so mehr stoßartige Bewegungen gemacht werden und die tun dann eben weh. Das heißt, wenn du jetzt für dich übst, eher so leichte Bewegungen zu machen und wie den Bereich erstmal aufzuwecken und zu sensibilisieren, dann wirst du nach einer Zeit so ein Gefühl dafür bekommen, ah, jetzt ist der fühlt sich dann wirklich weich an. Ich kann es nicht beschreiben, das ist einfach so ein Körpergefühl. Es fühlt sich sehr weich und sehr geöffnet und also es fühlt sich total weich und ja, wirklich so offen. Du fühlst dich so richtig breit an, okay? Und wenn du diesen Punkt hast, dann kannst du den Muttermund auch stärker penetrieren. Dann kannst du wirklich auch Stöße machen und es tut nicht mehr weh. Die Sache ist nur, man muss da hinkommen und viele fangen halt mit den Stößen an und dann tut's weh. Das heißt, Zeit ist eine Sache und langsam erstmal hier den Bereich stimulieren und dann auch wirklich mal für dich selber, ohne Partner, dir eventuell Zeit geben, dass du noch ein besseres Gefühl für den Muttermund bekommst. Also manchmal habe ich das Gefühl, die Leute wollen so einen Schalter drücken und sagen, Tipp für schmerzfreien Sex, los! Und ich finde aber das Thema Sexualität, das ist nicht so, dass man jetzt die drei Tipps abarbeitet und dann ist alles toll und ich habe die besten Orgasmen und nee, sondern Sexualität hat ja, also gute Sexualität oder etwas, wo du wirklich was Schönes erlebst und wo dein Körper wirklich in einen Rausch geht und du entspannt bist danach, das hat ja mit dem Körper zu tun. Das heißt, du musst an deinem Körperbewusstsein arbeiten. Und klar, dann gibt es immer noch die Tricks 17 und irgendwas. Das kann man dann alles machen, aber vor allem hat es mit dir und deinem Körper zu tun.
Genau. Und wenn du jetzt schon eben, ich verliere mir den Faden, wenn du jetzt eben mit deinem Partner schon Sex hast und es tut weh, dann wie gesagt, wechsel erstmal am besten in die Reiterstellung zum Beispiel. Und dort kannst du auch nochmal dich so ein bisschen in dieses Körpergefühl, was du jetzt vielleicht ein bisschen auch kennst, wenn du das öfter mal machst mit dem Dildo, dass du dich in dieses Körpergefühl bringst, dass du wie das Gefühl hast, ah, jetzt wird es weicher und offener, dass du einfach mal beginnst, auch ein bisschen dein Becken zu bewegen und dich quasi ganz leicht da hinten stimulieren kannst, ohne krasse stoßartigen Bewegungen. Und wenn du dann das Gefühl hast, okay, jetzt wird es langsam weich, dann kannst du nochmal vielleicht die andere Position ausprobieren und gucken, ob die Schmerzen dann immer noch da sind. Ja. So viel zum Thema Schmerzen. Vielleicht mache ich da auch nochmal eine Podcast-Folge darüber. Ja, wenn du noch Fragen hast, wie gesagt, manchmal kann man das irgendwie nur so allgemein irgendwie formulieren, weil es jeder ist in so einer speziellen Situation. Und ich glaube aber, das Ziel ist, dass du selbst deinen Körper so gut kennst, dass du irgendwie es einfach so ein Feeling hast, was du jetzt machen musst oder machen könntest. Genau. Okay, abonnieren nicht vergessen, diesen Kanal, und bis bald. Ciao.